Die Festkogelbahn ist unser Startschuss für eine Tour Tirol. Der Diamant der Alpen ist unser Schauplatz. Marie-Therese Rimmel und Werner Hanselitsch sind unsere Tourguides an einem Skitag voll mit Sonnenschein. Breite Pisten, keine Wartezeiten. Willkommen im Skigebiet Obergurgl, Hochgurgl. Wir durchkreuzen heute mit euch gemeinsam dieses wunderschöne Skigebiet in Obergurgl, Hochgurgl. Über 110 Pistenkilometer warten auf uns. Marie-Therese, was erleben wir heute alles mit dir? Ja, hallo Christoph, es freut mich, dass ihr heute da bei uns in Obergurgl, Hochgurgl seid. Wir haben jetzt hier an der Hohe Mut uns getroffen. Wir starten hier, dann fahren wir zum Quattro Snowpark, dann treffen wir uns auf der Festkogelalm mit Werner Hanselitsch. Dort schauen wir uns auch noch die nagelneue Audi Quattro Fanslob an. Dann geht es rüber nach Hochgurgl. Da müssen wir natürlich auf jeden Fall den Top Mountain Star einen Besuch abstatten und dann rüber zum Top Mountain Crosspoint, der seit letztem Jahr eröffnet ist und auf jeden Fall ein Must-See in Obergurgl Hochgurgl ist. Ein Skitag in Obergurgl, Hochgurgl ohne einen Einkehrschwung auf der Hohen Mutalm wäre wahrhaftig eine Sünde. Auf über 2600 Meter. Rudi Havardiere, grüß dich. Erzähl uns ein bisschen was über deine Alm. Warum muss man unbedingt einen Einkehrschwung bei dir machen? Christoph, servus. Schön, dass du da bist. Ich glaube, die Bilder sprechen schon einmal für sich. Und wenn du da niedersitzt bei uns auf der Terrasse und dann in die Speisekarten schaust, glaube ich, braucht man nicht mehr Überzeugungsarbeit leisten. Und ich weiß jetzt auch, warum diese Alm Hohe Mutalm heißt. Man braucht schon ein bisschen an Mut, um zu heiraten. Auch das passiert bei dir immer wieder. Genau, wir haben jetzt gerade in dem Moment ein Hochzeitsball drin. Ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Also wir haben jetzt im Winter also ca. 40 Hochzeiten schon. Standesamtlich natürlich im kleineren Kreis, aber auch jetzt Ende Februar eine größere mit ca. 100 Leuten. Und es gibt wenig so schöne Plätze zum Heiraten, glaube ich. Was ist Open Faces? Open Faces ist ein Freeride-Contest, der jetzt schon seit mehreren Jahren hier in Obergurgl stattfindet. Das haben wir Ende März heuer geplant. Die Hohe Mut ist da auch super, weil auch Fußgänger heraufkommen können und da den Skifahren und Snowboarden zuschauen können. Und wir sind jetzt da im Quattro Snowpark. Da haben wir drei Mädels, die uns den Park shapen. Und das ist eigentlich ein Park, der für verschiedene Könnensstufen gut geeignet ist. Und da sind wir recht zufrieden, dass wir da eine Einzigartigkeit haben, weil einfach nur die Mädels das machen. Letztes Jahr war der Mann neben mir noch im Schnurrbart zu sehen und seines Zeichens als Marketingverantwortlicher unterwegs. Heuer mit Vollbart und Geschäftsführer der Bergbahnen Obergurgl. Werner Hanselitsch, schön, dass wir dich wieder besuchen dürfen. Wir sind da am Festkogel. Ja, als Geschäftsführer brauchen wir mal ein bisschen Wärmedämmung im Gesicht. Ne? Ist eine tolle neue Herausforderung. Also freut mich wirklich, dass ihr wieder da seid. War eine super Geschichte letztes Jahr. Wir sind jetzt da am Festkogel herum, hinter uns die Quattro Festkogelalm. Da gibt es am Dienstag immer einen Nachtskilauf mit einer Nachtskishow. Wir haben immer wieder Events hier auf der Alm herum, kriegt natürlich auch was Gutes zum Essen. Ich würde euch jetzt gerne unser ganz neuestes Highlight vorstellen, und zwar unsere neue Fanslob. Fanslob in Obergurgl, die befindet sich direkt unterhalb der Festkogelalm, also man kommt mit zwei Liftanlagen sehr gut zu, und die fahren wir jetzt durch und machen uns mal ein bisschen Spaß. Von Obergurgl machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hochgurgl. Wir sitzen im Top Express. Was sind denn so die News von 2016-17? Ja, wir haben jetzt da eine App auf den Markt gebracht bzw. installiert. Das ist der Mountain Navigator. Das ist wie ein Navigationssystem fürs Skigebiet. Ihr Ziel, Top Mountain Star. Starten Sie mit Seilbahn Top Express Gurgl. Wir haben den ersten 3000er bezwungen, auch wenn es nur mit der Gondel war. Aber es ist immer wieder ein Traum da herum. Und liebe Marie-Therese, wo genau befinden wir uns? Also wir sind jetzt da am Top Mountain Star auf 3030 Meter. Ober uns haben wir dann noch in Wurmkogel. Und auch wenn ihr letztes Jahr schon da wart, ich finde, man kann einen Obergurgl Hochgurgl Skitag nicht ohne am Top Mountain Star gewesen sein beenden. Und es ist auch für mich so, jedes Mal, wenn ich aufkomme, wieder ein Wow-Effekt.
Jetzt hier von Top Mountain Star werden wir unten noch die Fansloop, die wir hier in Hochgurgel haben. Da werden wir kurz durchfahren und dann fahren wir zum Top Mountain Crosspoint. Und der Attila wird uns da noch was dazu sagen, beziehungsweise vor allem zum Museum, weil das habt ihr letztes Jahr noch nicht in voller Pracht und gesamter Größe gesehen. Mittlerweile sind wir im Top Mountain Crosspoint gelandet und es ist atemberaubend. Man geht da rein und weiß nicht, wo der Blick zuerst hin soll. Ein Blickfang jagt den anderen. Attila Scheiber, Glückwunsch zu diesem wunderschönen Museum. Es ist nicht nur das höchstgelegene Museum Europas, sondern vermutlich auch das Größte. Naja, das Größte, wir wollen zumindest qualitativ das Beste werden. Ja. Das Größte werden wir nie werden, gell. Da haben wir schon die Plätze nicht dafür. 3000 Quadratmeter bietet nicht so viel Platz. Gell. Aber immerhin schon 230 Motorräder. Ich werde Zeit meines Lebens daran arbeiten, dass wir das beste Motorradmuseum werden. Wir haben versucht, irgendwo eine Linie reinzubringen und das ist hauptsächlich nach Ländern und nach den Motorradmarken, die in diesen Ländern hauptsächlich produziert wurden. Wenn wir da mit BMW beginnen, ja, die haben die 20er Jahre begonnen, da haben wir von den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren zum Beispiel, was da, haben wir eben die deutschen fortgeführt, Horex und NSU und Hercules und ich sage jetzt mal Zündapp. Und dann kommen schon die Schweizer, dann die Österreicher, da habe ich war ja hauptsächlich buchbestimmend, da haben wir eine ganz tolle 800er Buch da, eine Vierzylinder, ja, aber auch natürlich alle Epochen durch. Fangen wir an wieder mit den Japanern, dann Franzosen und Belgier und dann Italiener. Wir sind ja an der italienischen Grenze, die haben ja super Motorräder gebaut. England ist das Mutterland der Motorräder, da haben wir am meisten da. Dort kommen auch die teuersten und wertvollsten Modelle her. Da haben wir Amerikaner, sehr viele. Wenn man da so schaut, alles Originalzustände, möglichst original, ist heute gefragt. Ja. First Paint sagt man da dazu, möglichst der erste Lack noch drauf ist. Ja. Und dann haben wir eben in der Steilkurve, haben wir da noch also dieses Race-Department, da haben wir das Portrait Racing nachgeahmt. Es habt ihr euch ein wunderschönes Museum hierher gebaut. Gibt es noch Wünsche, Träume, die dich begleiten, die noch erfüllt gehören in diesem Leben? Allgemein wäre es eigentlich feiner, wenn alle einen Frieden hätten auf der Welt. Das muss ich sagen, das wäre eigentlich ein toller Wunsch, wenn da viele gescheite Leute sich zusammenhocken würden und schauen, dass einfach alle miteinander kennen, die Russen mit Jammes und vielleicht auch im Nahen Osten. Und das wäre ja fein. Und wenn wir die auch noch zum Skifahren herbringen, das war natürlich überhaupt der Wunsch erfüllt.